Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 unseres FTB Infinity Server Plays. Wir haben ein paar Leute hier zusammen. Genauer gesagt, diese Leute hier. Könnt ihr mal kurz gucken. Und wir wollen jetzt natürlich den Enderdrachen besiegen. Logischerweise, wie in Folge 5 versprochen. Mal gucken, ob wir noch zum Mutter kommen. Aber auf jeden Fall den Enderdrachen. Und wir haben hier schon unser Buch zum Endportal, damit auch jeder schon das Achievement bekommt. Zumindest jeder, der so weit gearbeitet hat, dass er das Achievement kriegen kann. Wir haben uns natürlich alle schon vorbereitet. Ich habe das da. Craft on Übergänz so. Ich habe das da. Und ich habe den da. Craft on Übergänz theoretisch. So. Und den so. Und den dann so. Und dieses Ding craftet man so. Und ja. Ansonsten habe ich natürlich ein paar Tränke mit. Und natürlich die Dinger hier. Denn wofür die da sind, werden wir dann gleich sehen. Aber ich würde mal sagen, lass uns mal durchs Portal gehen. Durchs wilde Portal Hub. Und jetzt sterben wir alle, weil die Falle durchgeschossen wurde. Nee, glaube ich nicht. Nee, nicht so ganz, zum Glück. Haben wir Glück gehabt. Hä? Alter. Ach cool, das war sogar richtig. Wow. hast du echt gedacht, das wäre das Falsche? Ich war mir nicht mehr ganz sicher, sagen wir es so. Okay, jetzt natürlich Fall. Also erstmal alles, was wichtig ist, ausrüsten. Das. Dann vielleicht schon mal trinken. Ah. Auf jeden Fall den da, den trinke ich auf jeden Fall schon mal. Na, hat das jetzt geklappt? Jetzt hat es auf jeden Fall geklappt. Und den trinke ich auch schon. Ich bin im End drin. Und dann ab in den End, ne? Tschüss. Warum bin ich auf einmal im End drin? Weil du durchs Portal gesprungen bist. Ey, warum hab ich jetzt gerade die Scherbe bekommen? Weil der vielleicht der Enderdrache ist. Oh, das Draconium Ohr. Ist meins. Noch zwei Herz. Alles klar, meins. Was hast du denn für einen geilen Dingesgar, dass du da rauskommst? Hat man eine Spitzhacke für mich? Ich baue gerade einen Tunnel, kommt einfach hinter mir her. Okay. Oder hast du einen Jet? Ja, komm, geht sowieso. Wie soll ich da hochkommen? So. Wie? Meiner. Ich komm und jetzt würde ich mal sagen, los geht's! Ich komm da nicht hoch. Peng! Ich komm da nicht hoch. Ja, dann spring! Oder flieg oder mach sonst irgendwas. Ich habe kein Jetpack mehr und das sind zwei Blöcke hoch. Ja, dann bau den einen ab. Du weißt, wie lange das dauert? Ja. Das ist mir scheißegal. Peng. Alter, ihr seid doch bescheuert. Ich mach alle Kristalle zerstört. Meins. Ich bin auf dem Weg. Wow. Fuck. War gut hier vielleicht mal Männer weg. Ganz viele unterwegs. Meins. Jetzt war für mich zu schlagen. Meins. Wie seid ihr da hochgekommen? Geflogen? Warum? Nein, hab ich kein Jetpack. Ich schießen. Dann schieße ich zurück. Wie lange brauchen das Endherz? Ich weiß es nicht einmal. Das war der schnellste Enderdrachenkampf, den ich je erlebt habe. Selbst mit der Equivalent Exchange geht es nicht so schnell. Da hattet ihr auch ein paar mehr Enderdrachen. Ja, aber... Lego Tobi. Ja? Was soll denn bei Enderdrachen? Jetzt meine ganze Drache. Aber jetzt hat sich schon jemand... Ah, hier, das Drachenei ist meins. Nein, das andere... Was willst du mit dem Drachenei machen? Puh, das funktioniert hier nicht. Okay, dann weiß ich mal, was sonst funktioniert. Enderdrachen töten. Komm jetzt noch komplett ohne Rüstung, okay? Oh, ganz toll. Cool, hier war doch noch mehr Amethyst. Hast du Fackeln dabei? Ups. Ich hab Kolben und ein Redstone-Fackel. Ich hab Fackeln dabei. Komm mal her. Du klaust das Zeug auch hier. Mein Amethyst. Tschüss. Hast du mal... Ja, danke. Bist du denn? Oh, Entschuldigung. So. Alter, der war so schnell down, der konnte sich nicht mal aufladen. Haben wir noch irgendwo? Redstone.
Was? Soll ich dir eine Redstone-Fackel geben? Danke. Los, geht's. Meins. Meins! Hey, nicht schlagen, böse. Nee, nicht schlagen. So viel Draconium ist da gar nicht. Schön, ne? Hm. Doch nicht, ich hab nur 6 und 4 Enderarmetisten. Na, ist wirklich nicht viel. Ich hab jetzt vor allem, wie schwach der Ender der Woche ist. Ja, soll ich eben Köpfe holen? Ja, hol mal Köpfe. Ich hab auch noch ein paar. Wir töten den Wither im End. Das ist eine Idee, oder? Was? Und danach ist natürlich dann... Und natürlich kann man irgendwie, können wir auch mal den End ein paar Mal resetten, um 1, 2 Drachen... Also, dass jeder ein Drachenherz hat, um die nächsten Drachen zu spawnen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt braucht, aber... Dass jeder mal einen Drachen gekillt haben kann. Hat jemand einen Buchständer mitgenommen? Ja. Ich habe auch ein Buch. Lass mal das zum Portal stellen. Ich stelle das neben das Portal. In das Ausgangsportal. Wie viel Level habt ihr gekriegt? Ich hab 83. Ich hab keinen. Ich hab 9. Ich hab auch keinen. Boah. Ich hab wohl gemerkt, ich bin auf Experience. Lag. Totaler Lag. So, sollte eigentlich drin sein. Auch wenn das mir nicht anzeigt, aber es ist eigentlich drin. Oh, jetzt sag nicht. Hä? So. Jetzt habe ich's. Das wird zurück zum Spawn. Die Ender, die sind meine. Ich hab mir schon ein paar geholt. Ach, ich baue das Draconium ab. Da habe ich auch nichts gegen. Was macht ihr mit den ganzen Level? Einspeichern. Ich habe schon 189, das sind 83 mehr, noch eine gute Menge. Aber jetzt noch was übrig. So, damit kann ich das ein bisschen schneller machen. Peng! Hä, okay, das funktioniert hier nicht. Da muss ich den nehmen. Auf welchem Modus ist eigentlich gerade gestellt? Hard, easy oder? Ja, hard. Was anderes als hard gibt's bei mir nicht. Weil hard das einzige ist, was an Mods überhaupt irgendwie nützlich ist. Alles andere ist zu underpowered. Man immer so oft stirbt. Man stirbt ja nicht häufig, weil man einigermaßen meist für Mods benutzt. Deswegen ist auch hart das einzige, was ich benutze. Schnauze. Oh, ich habe meinen ersten Enderman-Held. Ha! Und ich habe total cheaty... Und ich habe total cheaty Bienen bekommen. Wie konntest... Hast du ein Scoop? Nein, ich habe ihn einfach mit der Borlens abgebaut. Einfach Mana Burst draufgeschossen. Deswegen sagte ich ja total cheaty mitgenommen. Das geht ja eigentlich gar nicht. Gibt's eigentlich auch Schaden, wenn man Hunger hat? Natürlich. Wir sind auf hart, es gibt alles. Nur Vergiftung, dadurch kannst du nicht sterben. Oh, hey! Schau mir nicht meine Enderman! Hey, wo ist der Wither? Er hat schon wieder den Wither gespawnt. Quatsch! Da. Ach, da ist er. Okay. Piu, piu! Wow, das ging schnell. Haha, beinahe! Beinahe! Total beinahe! Aber sowas von meiner. So, jetzt noch schnell eine Flask of Revitalization und alles ist gut. Ich hab Nether Start und jeder hat mehr. Das war zu einfach. Eindeutig zu einfach. Ich muss jetzt echt lange laufen, um nach Hause zu kommen. Das war schön. Okay, also so kann das öfter laufen. Ich hab ein Drachenei, ein Nether Star, ein Enderman Head, Enderlilies. Sag mal, ich habe auch keine Ahnung, wie viele Herzen ich gerade habe. Ah, okay, 3. Ja, scheiß Wizard. Wow, das war ein Schuss. Hey, das hängt ja noch in der Cloud fest. Meins. Ja, du, ey, ich geh damit so auf den Power. Ah, das war genial. Das finde ich genial gerade mal. Das ist alles meins. Alles meins. Und keiner kriegt das, was in meinem Bag ist. Da kommt keiner ran. Und dann muss ich natürlich noch das hier machen. Klick, 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 klick. Dafür habe ich die nämlich mitgebracht. Wofür wir die brauchen, können wir irgendwann nochmal zeigen. Aber man braucht sie. 8, 7, 6, 5. Scheiß Wizard-Effekt.
Ja, echt. Deswegen habe ich mir Revitalization mitgebracht. Okay. Ja, ich hätte mir mal Milch mitnehmen sollen, das hätte auch gereicht. Ich habe 2 Division Sitchels mehr, wenn noch jemand Division Sitchels haben möchte. Das sind jetzt meine. Ja, ich brauche erstmal das andere. Also ich würde mal sagen, das war mal ein schneller End und dann noch ein schneller Wither. Ich hoffe mal, ich habe die Achievements dafür bekommen. The End. Also ich nicht. The End. Ach toll, ich habe das Enderdrache-Achievement nicht bekommen. Ganz toll. Weil ich den Enderdrachen, der sich selber gekillt hat. Oh, lass die Fledermaus, ich brauch die. Fledermaus, da. Warum sind hier Skelette? Auf dem Grab. Weil ein Grab ist. Ah, diese scheiß Skelette. Ich glaube mir gerade mal das Draconium, was hier rumliegt, ne? Hat hoffentlich keiner was gegen. Das einfach mal verschwindet, weil es so unglaublich lag gerade. Mein Draconium. Okay, also das war mal eben schnell der Wither und der Enderdrache. Wir haben 11 Minuten dafür gebraucht, übrigens. Das war kürzer als geplant. Dann kann ich ja, dann habe ich noch den Rest der Folge Zeit zu zeigen, was ich so getan habe. Das ist cool. Gefällt mir. Gib ein Like auf Facebook. Nächstes Mal kommt eine Servertour. Echt? Hoffentlich. Wer sagt das? Ich mal wieder Bock drauf. Eigentlich Folge 10. Folge 10 können wir das machen als die nächste Servertour. Dann lohnt es sich wenigstens wieder wirklich. Vor allem, weil ich jetzt ja wieder häufiger aufnehme, weil jetzt habe ich eine Ewigkeit nicht on-camera Sachen gemacht, weil halt irgendwie niemand alles Zeit hatte. Also halt nie alle Zeit hatten. Jetzt hatten zumindest eine gute Menge an Leuten Zeit. Und auch wenn Derpy nicht dabei war. Alter, ich habe nur noch 31% Jetpack-Energie. Ich muss dringend das bessere Jetpack bauen. Und dafür muss ich erstmal fahren gehen. Pam! Ich habe noch 99. Piu, piu, piu! Na, mein Freund. Und tschüss. Das macht so Spaß. Piu, 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 piu. Ach, es macht so einen Spaß. Einfach mal die Viecher mit Sachen töten, die eigentlich gar nicht sie töten sollen. Peng! Boom! Übrigens, ich habe noch was für dich, SGE. Aber das mache ich nach der Pause. Ja. Ich töte das noch ein paar Enderman. Ich nehme das jetzt gerade auch alles auf, so ein bisschen. Einfach just cause, um mal zu zeigen, wie der End hier so aussieht in Infinity. Und dass ich einfach mal alles... Ich finde das geil, dass da 2 Wither getötet habe und ich beides mal den Loot bekommen habe. Unglaublich. Aber ich habe noch ein paar Köpfe bei mir liegen. Ja, ich baue mir auch bald eine Kopffarm, also das ist, so ist es ja nicht. Nur ihr seid halt wesentlich schneller. Ich weiß auch nicht, warum seid ihr nicht so viel schneller als wir? Warum seid ihr so unglaublich viel schneller als wir? Ich meine, ihr seid doch auch zu faul zum Minen gehen. Daran kann es also nicht liegen. Und hey, den Kopf, den Herr Trillich. Wir haben aber schon eine Ender Quarry. Ja. Mit Silk Touch Upgrade. Wow, Silk Touch. Mit Speed Upgrade. Die Speed. Einfach so schnell hochstaufen. Sag mal, Lego Tobi, bist du noch da? Ja. Soll ich dich mal kurz TPXen, damit du deinen Grab abbauen kannst? Nein, brauche nicht. Da ist nichts Wichtiges drin. Man kann es gar nicht. Dann baue ich es ab. Aber bring mir die Sachen mit. Ey, Schnauze, du blöder Enderman. Ich habe noch nicht gerade die beste Rüstung, man merkt es vielleicht. Aber ich habe noch Octodick Capacitor drauf. Also wir haben jetzt Sound Locator noch drauf und Octodick Capacitor und Solar 2. Habe ich auf meinen kompletten. Sound Locator. Kannst du es ja mal ausprobieren, das ist extrem lustig. Kennst du die Sonar Goggles aus Open Blocks? Hast du die mal ausprobiert? Nein. Es ist so, du siehst damit, wo Geräusche sind, mit dem Sound Locator. Hi. Du Fun-Cured Enderrenner, das ist total... Eigentlich schon, ne? Aber trotzdem macht man's. Schnauze. Oh, schade. Hätte ja funktionieren können. Dieses Ding macht echt Spaß. Ich glaube, dieser Mana Blaster. Draconium-Erz und 21 Ender-Amethyst. Dieses Ding ist einfach nur lustig. Dieses Ding ist einfach nur lustig. Das ist das Einzige, wofür es da ist. Es macht einfach Spaß zu benutzen. Hat wer Leim grünes Zeugs? Haha, Enderman, ich hab dir Feuer gemacht. Na gut, ja, wir sind gleich wieder da.
Das muss ich jetzt nochmal zeigen. Das war total aus Versehen. Ich bin nur so rumgeflogen und hab einfach nur so gemacht und hab ihn dabei aus Versehen getroffen und der ist tot. Geil. So, da sind wir wieder. Und jetzt auch mit einem richtig schönen, fetten Base, mit der alles mögliche hingebastelt ist irgendwie. Ich habe die Sleepy und Jay Taktik benutzt, auch wenn sie sagen, dass sie nicht von ihnen kommt, aber ich nenne sie trotzdem so. Weil die Taktik ist halt einfach, die habe ich meiner Meinung nach von ihnen gelernt. Und zwar, wenn du etwas hast, benutze es, statt erst zu warten, bis du es richtig machen kannst. Und das habe ich hier angewendet. Essence Berries hingesetzt, dann erweitert die Farm, hier direkt einfach ein Reinforced Tank dran geklatscht, hier noch ein paar Oreberry Bushes, die hier noch schön verarbeitet werden, und dann hier dieses Enderlily-System. Die Enderlily ist übrigens Transfer Node, dann hier ein Item Filter mit Enderlily Seeds und ein Pseudo Round Robin Upgrade. Dadurch wird dann halt immer das erste, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte und so weiter genommen, statt dass es wie normalerweise einfach random geht. Und ja, dadurch halt dadurch werden halt die Enderlilies wieder gepflanzt, packt die dann in die Block Placer mit einer Hyper-Rationing-Pipe, sodass auch immer nur ein einziger Enderlilies-Seed dort reingeht. Und die Hyper-Rationing-Pipe, wie gesagt, so dafür, dass immer nur ein Enderlilies-Seed reingeht und dann zwei in den Block Placer rein. Block Placer craftet man übrigens so, ist relativ billig aus Open Blocks. Und der zeigt übrigens auch nach unten, heißt also, den setzt ihr so wie, den setzt ihr halt von oben, den setzt ihr so rauf auf die auf den Enderlilies-Seed und dann zeigt er halt in die Richtung. Dann habe ich dort dran Redstone Clocks, weil die Dinger Redstone Signal brauchen, um zu aktiviert zu werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal diese Enderlily Seed hier abbauen würde, und mir fällt gerade auf, dass da ganz schön viele Enderlilies noch extra drin sind. Naja, egal. Jedenfalls, die werden halt durch den das Redstone Signal ausgelöst und rechtsklicken dann auf den Boden und pflanzen die Dinger dann sozusagen. Die Agricarnation beschleunigt das Wachstum von denen, genau wie von dem einen Weizen hier. Dann hier, die Essence Berry Bushes ist wahrscheinlich logisch. Die Essence Berry Bushes werden aber direkt mit einem Conduit hier, ich nehme meinen Yeta Wrench wieder raus, mit einem Item Conduit hier auf Extract Always Active rausgezogen und hier auf, ich glaube, North, ja, North, mit Insert und einem Item Filter, hier Basic Item Filter, mit einem Concentrated Essence Berry in den Autonomous Activator geschmissen, der natürlich auch blau konfiguriert ist hier und eingestellt auf Not Sneaking, Right Click auf die Oakwood Planks. Jetzt mache ich nochmal Aim Low und sag Right Click Sneaking. Das kriegt dann vielleicht besser hin. Und dann sollte er halt diese Sachen platzieren, also die Beeren rechts klicken und die fallen dann auf das XP, auf den XP Drain. Rechts klicken, nicht links klicken. Kannst du mal für mich abzuwerfen? Dann die XP Beeren werden dann halt aufgesammelt. Zeige ich es uns gleich nochmal. Die XP-Beeren werden, also die XP-Beeren werden in XP umgewandelt, die XP werden aufgesaugt hier vom Experience Obelisk und der hat schon 197 Level. Also ein paar. Dann haben wir hier einen Braustand und einen Darksteel Anvil. Ich habe mein Jetpack auf das Tier 3 Jetpack aufgewertet. Weiterhin habe ich meine komplette Rüstung aufgewertet mit Octodic Capacitors und halt Jump 3, Empowered 4, wie gesagt, ist ja Octodic Capacitor. Und dann noch Solar 2, Night Vision, Goggles of Revealing habe ich drauf und Sound Locator. Das sind also einfach gesagt alle. Dann habe ich diese kleine Weizenfarm hier gebaut. Das ist Enhanced Energy Conduits. Ich habe einfach nur, weil ich sie noch liegen hatte. Deswegen habe ich sie gebaut und nervt da draußen leicht. Ich suche meinen Villager. Ich habe draußen einen Villager, deswegen sind hier so viele Zombies. Ich suche meinen Villager, den ich draußen habe. So und so und so und die eine Leather Cap kann mal da rein. So, und zwar, hier ist halt unsere Basic Capacitor Bank, die hat, das sind vier Stück dran. Dann der Innovation Dynamo, um halt Sachen leer zu ziehen von Energie, um die Energie aus Sachen rauszuziehen. So, der hat keine Energie. Der hat Energie. Energie rauszuziehen aus Sachen. Und ja, da habe ich halt Energy Conduits dran. Daran an den Autonomous Activator, der einfach nur auf Rechtsklick eingestellt ist und mit Round Robin hier. Und es ist nämlich so hier, da hier Pam Service Craft drauf ist. Aha, der ist also jetzt offline. Gut. Es ist jetzt halt so, dass man die Dinger rechtsklicken kann, die Pflanzen. Wenn wir den jetzt mal groß machen, seht ihr, der rechtsklickt die Pflanze. Dann wird sie nur zurückgesetzt, der Vacuum Hopper sammelt die Sachen auf und packt sie in die Kiste. Da das Ganze noch im Radius der Aquacarnation ist, was ich euch nochmal ganz kurz zeigen kann,
indem ich mal eben schnell hier das Mana-Simulator aufsetze. Hier, ihr seht schon, das ist noch im Radius der Arcanation, diese Seeds, die sind noch da drin. Hier, sieht man. Und, ja, deswegen wachsen die ein bisschen schneller. Dann habe ich unsere Maschinen hier mit Octadec Capacitors aufgewertet, weil sie mir etwas langsam waren. Ich habe hier halt die ganzen Erzbeeren drin und die Enderperlen und alles, was hier so gemacht wird. Dann habe ich hier ein Enderteil, gut, habt ihr schon gesehen. Ich habe weiterhin mein Sentry Turret, also ein Oracle Turret bekommen von, ich weiß nicht mehr wem, ich glaube Sleepy oder Jay, keine Ahnung. Einer von den beiden hat mir ein Oracle Turret gegeben und das habe ich dann mal schön hingestellt. Dann habe ich natürlich Thorncraft Research betrieben. Ich habe mir Flasks gebraut mit Botania. Ich habe mir einen eigenen Nether sozusagen erstellt, also halt ein zweites Buch zum Nether, damit ich schneller in den anderen Nether komme. Dann habe ich Ressourcen gefarmt, das habt ihr schon gesehen. Ich habe jetzt nochmal eine neue Kiste erstellt hier, dass ich dort, die ist auf Restricted eingestellt, damit halt nicht jeder was klauen kann. Und dann habe ich dort alle wichtigen und wertvollen Ressourcen drin. Hier sind die ganzen Tools und hier die sekundären Tools, die nicht so wichtig sind und die man nicht so viel braucht. Und hier halt die ganz unwichtigen, die man auch gerne auch verlieren kann, die man aber trotzdem immer dabei haben will. Dann geh durchs Buch. Als nächstes. Ich wollte nur mal gucken, was hier baut. Ja, das darfst du nicht. Eben, das ist klar von Ideen. Das darfst du nicht, das steht in der Regel. Dann habe ich mir weiterhin. Dann habe ich mir weiterhin ein Bloodletters Pack gecraftet oder habe generell mit Blood Magic angefangen. Das heißt, ich habe ein bisschen Divination Sigil und Bloodletters Packs und ein Tainted Blood Pendant aufgewertet mit Regeneration 2. Das macht ein bisschen overpowered, das Ganze. Außerdem habe ich eine Fallen Canade, die wird so gecraftet mit einer Rune of Spring und ein bisschen Zeug. Und die gibt euch Regen 3. Auf Kosten von Hunger, wenn ihr Blood Magic installiert habt. Und dann halt den Blattaltar. Ich werde das auch nochmal genauer erklären, was ich genau gemacht habe, weil ich nämlich sowieso das nochmal alles aufsetzen muss neu. Aber, naja. Weiterhin habe ich eine Kuhfarm gebaut. Und zwar hier ist das eine ganz normale, billige Feedstation aus Railcraft. Die craftet mit einer Steel Plate, 4 goldenen Karotten und 4 Holzplatten. Steel Plate ist wiederum einfach 4 Steel in einer Rolling Machine. Und Steel wiederum stellt ihr her, indem ihr in einem Induction Smelter Kohlenstaub und, also 2 Kohlenstaub und ein Eiseninke zusammenschmelzt. So. Ganz einfach. Stahl. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich hier oben Weizen drin und das bringt halt die Kühe. Dann hier ein Chronotyper, der die Babys rüberpackt in das zweite Gehege. Und hier ein Soundmuffler, damit das Ganze nicht so laut ist. Dort oben ist unsere Energiespeicherzelle. Das hier habe ich gemacht, weil manchmal Babys rausgekommen sind aus dem Gatter. Das heißt, ich habe dann das Gatter für die erwachsenen Kühe kleiner gemacht. Und das ist alles so in der Range des Chronotypers. Und dann ist hier ein Slaughterhouse. Das Slaughterhouse tötet die Kühe halt und und packt dann das Meat davon hier rein und den Pink Slime hier rein. Und den Pink Slime brauchen wir halt, um Pink Slime spawnen zu können. Inzwischen habe ich eigentlich schon genug, aber ich lasse den trotzdem noch mit dem Slaughterhouse laufen. Ich könnte jetzt einen Grinder dran stempeln, aber zu faul, die Items zu sammeln. Dann weiterhin haben wir halt so einen riesigen Keller gebaut, das habe ich auch noch nicht, gar nicht gesagt, dass wir den gebaut haben. Und hier schön Elevator hingesetzt, damit man hier auch schnell wieder runter kommt. Und ich glaube, das war soweit der grundlegende Scheiß von dem, was ich gemacht habe, eigentlich. Soweit. Ich glaube, das war alles, was wichtig ist, was ich gemacht habe. Weil du dich immer verzögert hast, damit wir den Enderter killen. Ja, das war halt, weil ich einfach nur schnell, weil ich wollte nicht so viel machen, eigentlich, ursprünglich. Und dann habe ich halt einfach alles hier so schnell hingebastelt. Und jetzt werde ich wahrscheinlich zur nächsten Folge einfach mal alles komplett in neue Räume aufteilen, durch das dann auch mal zeigen. Ja. Gute Nacht. Dann habe ich hier mein Magmatic Dynamo, das ist übrigens jetzt unsere Energieversorgung hier mit dem Magmatic Dynamo. Der ist aufgewertet mit Secondary Transmission Coil und Flux Modulation Booster. Zweifache und vierfache Energie und minus 25% Base Fuel Energy. Aber natürlich schön nochmal die Secondary G-Box und die Flex Linking Optimization, sodass wir insgesamt vierfache Energie produziert haben, aber sogar 15% weniger Fuel brauchen. Ne, 10%. 10% weniger Fuel brauchen, weil ich eben doppelt drin habe. Ich könnte ihn noch schneller machen, aber dann wäre das Fuel ineffizient und das wollte ich nicht und deswegen habe ich dann lieber das doppelt gemacht. Und da generieren wir 320 RF pro Tick, was relativ gut aussieht, um unsere Zelle hier immer voll zu halten. Und wir sind gerade mal mit 24 Minuten, nachdem ich alles erklärt habe, was ich gemacht habe. Respekt, hätte ich nicht geschafft, dass ich so schnell reden kann.
Ja, weiterhin habe ich mir diesen Mana Blaster gekraftet, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Und ich glaube, das Schwert habe ich auch noch nicht gezeigt. Und zwar, das Schwert ist nämlich jetzt Endurium. Endurium ist das beste Material überhaupt. Das ist nämlich, wenn ihr mal nachguckt, Endurium gibt in der Swordblade 8 Hearts Attack Damage. Zum Vergleich, das vorher beste Material, Shiny, macht 2,5 mehr. Nur so als kleiner Vergleich. Also, doch ein ganz guter Unterschied. Also meinen kompletten Überlooter neu gemacht. Und jetzt hat das Ding 16,5 Hearts Attack Damage mit 288 Quartz, 450 Lapis und Moos drauf. Und das ist das Endurium Paper und Thorium. Ihr seht es ja hier. Dann haben wir hier die Pick. Die ist immer noch aus Kobalt und Papier und Thorium. Aber auch bei der Pick ist Endurium das Beste. Wenn ihr hier mal guckt, Pickaxe, da, 23 Mining Speed statt den 14 von Kobalt. Einfach gesagt, also Endurium ist das beste Material ever und überhaupt. Aber, wie man schon sieht, braucht ihr dafür extra TLC. Andernfalls ist Shiny das Beste. Also wenn ihr nur Vanilla Tinker's Construct habt, wie zum Beispiel in Dire of 20 Pack, dort habt ihr nur Tinker's Construct drin. Dort ist das Beste Shiny. Punkt. Das ist einfach das Beste für Schwerter und auch für Spitzhacken theoretisch. Wobei es da genauso gut ist wie Kobalt eine höhere Durability hat. Endurium hingegen, wenn ihr extra TLC drin habt, ist das Beste. Gibt nichts Besseres. Außer vielleicht noch ihr habt irgendwie, keine Ahnung, wie heißt es noch? Metallurgy 3? Metallurgy. Jedenfalls, wenn ihr das drin habt, gibt es vielleicht noch was Besseres. Aber wenn ihr nur Thorn Expansion drin habt, wenn ihr Infinity spielt, Endurium ist das Beste in der Übergänz 1.6.2. Wir sind jetzt Version 1.6.2 von Infinity mit diesem Server hier. Weiter habe ich jetzt einen Villager. Der tauscht 9 Landminen und 8 Punchy Sticks gegen 3 Goldberry Bushes. Da dürfen sich die Leute frei bedienen. Ich verkaufe sozusagen Goldberry Bushes, wenn er sich die Sachen selber besorgt, die er dafür braucht. Meine Pickaxe wollte ich übrigens auch nicht umbauen. Weiterhin habe ich schon eine Terra Blade mit Slowbound 1 Enchanted, das heißt, die bleibt auch immer auf meinem Spieler. Ich habe eine Potato OS Gun, die schöne Portale schießt, auch als Dungeon Loot bekommen. Und ich habe natürlich meinen Epic Crossbow, 64,5 Fast Damage mit den Bolzen, die ich habe. Die Bolzen sind Endurium, Slime Leaf, Endurium, also halt doppelt Endurium und dann Slime Leaf dran. Und sind aufgewertet mit 96 Quartz und Moos und damit sind sie relativ gut. Dann habe ich noch meinen Epic Crossbow, der ist aus Pink Slime, Fiery Bowstring, Paper und Thermium und hat mit gerade mal 190 Redstone schon 0,25 Sekunden Jaw Speed. Lapis hat er auch noch drauf und Flux und ich brauchte gerade mal einen Modifier mehr draufpacken. Also ich habe nur den Diamant- und Goldblock Modifier drauf und es reicht schon für diese drei Upgrades. Geil. Ja, dann habe ich noch einen Thorn Chakram, das stellt ihr übrigens so her. Und das ist ganz lustig, das ist das nämlich, was TNTM eben auf mich raufgeworfen hat. Es kommt immer wieder zurück. Egal was ihr macht, es kommt immer wieder zurück. Coole Sache. Einfach gesagt. Das ist einfach nur lustig. Und das war dann auch schon das. Wie gesagt, dann halt der Epic Crossbow. Dazu die Bolzen. Weiterhin habe ich mir noch gemacht ein Epic Bow. Da wollte ich mich auch nochmal ausprobieren, ob der vielleicht ganz gut ist. Habe ich den auch nochmal gemacht. Und der ist hergestellt aus Pink Slime, Thermium und Fury Bowstring. Also eine Thermium Large Plate und zwei Pink Slime Bowstrings. Und dort sind gerade mal 170 Redstone drauf und dann Flux und hat auch 0,25 Sekunden Draw Speed. Und wenn man die Arrows noch dazu nimmt, das sind nämlich die hier, die sind Endurium, Slime Leaf, Bone, dann hat man eine Damage von 58 Hearts. Ein bisschen weniger als der Crossbow macht, aber ich glaube, die sind nicht so stark genervt wie die anderen. Dann, ja, das wäre dann nochmal das. Wie gesagt, das ist nochmal ganz sinnvoll. Und die gleichen Upgrades übrigens wie bei den Bolzen. Dann habe ich mir einen Mysterious Magnet gecraftet. Der ist halt einfach noch ein bisschen besser als der Magnetring, wenn man ihn voll aufwertet. Und der zieht halt direkt an und wenn man Shift drückt auch noch. Und deswegen habe ich mir den auch nochmal gemacht. Und den stellt ihr halt so her, deswegen brauchst du nur noch Enderaugen. Eine Rod of Terra Firma habe ich von TNTM gekriegt. Terra Steel, Pasture Seas, Rune of Spring, Winter, Autumn und Summer. Also Spring, Autumn, Summer, Spring, Summer, Autumn, Winter, so rum. Dann haben wir einen RSG Derbs Ultimate Hammer mit Kobalt, Shiny, Shiny Thermium. Der hat Moos, Flux, Silk Touch und ein bisschen Redstone. Und ist halt unser Hammer, um im Nether abzubauen. Denn Nether Ores mit Silk Touch abbauen, explodieren sie nicht. Und natürlich meine wichtigste Waffe, mein Überkiller, Endurium, Paper, Crossbar, Thermium. Und mit 360 Quartz drauf und Moos macht er 13,5 Hearts rüstungsdringende Damage. Yeah. Dann den Ring of Experience. Mit dem man einen epischen Bug entdeckt, mit dem man unglaublich schnell Experience farmen kann, der aber in der neuesten Version zum Glück behoben ist.
aber halt in der älteren Version hat das funktioniert. Man hat irgendwo in Sleepy Space, nee, in JJ Space, in JJ Space irgendwo, gab es einen Punkt, wo man sich einfach hinstellen konnte und man hat Level gekriegt. Unendlich viele Level. Wir hatten irgendwie insgesamt 500 Level daraus gefarmt, alle zusammen. Die wir dann natürlich gelöscht haben oder sonst die Serverbalance gebrochen hätte. Ja, also das wäre der Ring, der ist ganz lustig. Der absorbiert nämlich XP instant. Deswegen ist der nämlich ganz lustig. Der absorbiert XP instant. Wenn ihr also irgendwo XP liegen habt, sind die instant bei euch, statt erst zu euch hinzufliegen. Weiterhin habe ich noch einen Resonant Exchanger gemacht, Endurium, Tesseract, Eye of Ender, Resonant Flux Capacitor. Mit dem können wir Sachen austauschen, wie mit einem Wand of Equal Trade. Dann zuletzt noch ein Pyroclast Pendant, Rune of Summer, Rune of Fire. Das löscht euch einfach, wenn ihr brennt. Was eine praktische Sache ist natürlich, wenn man brennt. Denn dann wird man direkt gelöscht und verbrennt nicht. Ja, ich glaube, das war dann soweit das. Dann möchte ich gleich nochmal das zeigen. Und natürlich, was ich noch gemacht habe, nämlich den hier. Der ist einfach nur cool. Ich gehe dafür jetzt einfach mal raus in die Welt und zeige euch, was das Ding kann. Und zwar ist das ein Mana Blaster. Den stellt ihr so her, mit TNT, Mana Diamond, Rune of Mana, Redstone Mana Spreader und zwei Living Wood. Und Rune of Mana stellt ihr so her. Und außerdem habe ich noch ein Upgrade dort drauf. Und zwar ist das der Lens Clip. Der da, Lens Clip. Den stellt ihr aus Dreamwood her. Den habe ich da auch noch drauf gepackt, einfach zusammen craften. Und damit kann ich dann in 6 verschiedene Lenses draufpacken. Und ich habe auch 6 verschiedene Lenses. Und zwar Composite Lenses. Um die herzustellen, braucht ihr 2 normale Mana Lensen. Und die stellt ihr halt ein, also halt, wenn ihr normale Mana Lens habt. Zum Beispiel habe ich meistens Resistance als Mana Lens grundlegend. Das ist ja die, die hier. Earth Rune und Mana Lens, dann haben wir die Resistance Lens. Dann haben wir noch zum Beispiel die Boar Lens. Ne, die Boar Lens ist die einzige, die ich dafür nicht genommen habe. Die Entropic, die Entropic Lens. Das ist dann eine Rune of Envy plus normale Lens. Und das sind dann die beiden. Dann haben wir eine Entropic Lens und eine Resistance Lens einzeln. Dann habe ich die Entropic Lens gefärbt, also die obere Linse, die bestimmt ist für das, was getan wird. Die habe ich gefärbt. Zum Beispiel im Sinne von Entropy habe ich sie rot gefärbt, weil das Ding hier auch Entropy ist, also Entropic Lens. Die habe ich rot gefärbt. Einfach also die Linse mit einem Floral Powder zusammen ins Crafting-Fenster legen. Und dann halt, ich weiß gar nicht, das kann man nicht so zeigen, aber ich kann es ja mal... Da, eine Mana Lens haben wir noch, die stellt ihr übrigens so her. Und dann können wir da Resistance draufhauen zum Beispiel, weil das eigentlich die sind, die man am meisten braucht. Resistance Lens. Wobei, hier brauchen wir eigentlich nicht Resistance, sondern hier brauchen wir eher dann die Abstruse Platform. Heißt also, das müsste dann was sein. Ach scheiß drauf, wir können das dann später mit Resistance verbinden. So, dann haben wir nämlich Resistance. Und die können wir jetzt zum Beispiel färben. Das heißt, ich würde zum Beispiel einfach mal Lime nehmen. Just Cause. Und ein Pestlove Mortar. Dann packt ihr die halt zusammen und kriegt Lime Dust. Und dann macht ihr das hier und bekommt eine Resistance Lens, die grün oder Lime getintet ist. Und die könnt ihr dann halt theoretisch gesehen schon draufpacken. Oder ihr nehmt ein Slime Ball und eine zweite Mana Linse. Zum Beispiel hier einen Slime Ball. Und dann mache ich nochmal schnell diese Abstruse Plattform. Wo ist denn die Phantom Lens? Kostet eine Mana Pearl und ein bisschen Living Wood. Mana Pearl, ein bisschen Living Wood. Ich weiß, dass man dafür spezielles Living Wood braucht. Ich einmal das da. Ne, nicht das. Das. Auch nicht. Hä? Du hast nochmal ja. Achso, Living Wood Planks. Und davon dann. So. Framed und so, dann so Pattern und dann brauchen wir unsere Phantom Lens und da brauchen wir natürlich nochmal 2 Manas, 4 Manas Steel und eine Glass Pain und dann könnt ihr die nämlich nehmen. So, und dann die Phantom Lens noch da drauf. Die Astros Platform noch da drauf, die ich dort hinten irgendwo habe. Living Wood kann wieder dahin zurück. Framed Living Wood. Pattern Living Wood. Astros Platform, die wollte ich. Und die kombinieren wir mit der Mana Linse und dann haben wir eine Phantom Lens.
Und dann könnt ihr nämlich im Crafting-Fenster Combine oder zusammenpacken. Die obere Linse bestimmt die Farbe, das heißt, ihr müsst die immer schon nach oben packen, wenn ihr die färbt. Und dann können wir zum Beispiel so machen, Resistance Phantom. Jetzt hat die beide Sachen. Und das habe ich halt einfach nur gemacht für alle Linsen, die hier sind und die halt zusammengepackt. Das hier zum Beispiel ist eine Composite Lens Bore Potency. Potency erlaubt euch, mehr Mana in einem Burst zu haben. Also halt, dass ihr mehr Mana in dem einen einzigen Mana Burst, in dem einen einzigen grünen Mana Schuss haben könnt. Das Ding habe ich komplett dunkelgrün gefärbt, denn dunkelgrün passt halt zu Bore. Wenn ich das Ding jetzt abschieße, können wir dann eine ganz gute Menge an Blocks abbauen. Man sieht es schon. Das Ding geht ganz gut durch die Blöcke durch. Dann als nächstes haben wir die Entropic Resistance Lens. Resistance werdet ihr auf allen anderen finden. Potency ist, also Bore ist das Einzige, wo ich Potency reingepackt habe, weil es bei Bore eben so ist, dass mit jedem Block, den er kaputt macht, er ein bisschen Mana verbraucht. Und deswegen habe ich halt mehr Mana reingepackt durch Potency, damit er mehr Blöcke kaputt machen kann. Ohne Potency würde er nicht so viele Blöcke schaffen. Hingegen bei allen anderen habe ich Resistance drauf, denn das sorgt dafür, dass das Ding länger fliegen kann, ohne Mana zu verlieren. Und das ist natürlich dann relativ sinnvoll, wenn man nicht gerade mehr Mana in einem Burst haben muss. So, dann haben wir Entropic. Entropic ist das hier. Boom. Das Ding explodiert. Übrigens, Borelands craftet ihr so, mit einer Rune of Greed. Und Entropic craftet ihr mit einer Rune of Envy. Dann haben wir Force und Resistance. Force ist ganz lustig, und zwar packt das einen Pisten-Effekt auf den jeweiligen Block, den ihr abgeschossen habt. Heißt also, wenn ihr einen einzelnen Block findet, zum Beispiel den hier, und den abschießt, wird er wie von einem Pisten bewegt. Und ich habe, glaube ich, als Farbe, für Bore habe ich ja grün genommen, also dunkelgrün, für Entropic habe ich rot genommen, für Force habe ich, glaube ich, was habe ich denn da genommen? Was soll denn das sein? Gelb? Orange? Keine Ahnung mehr, was ich da genommen habe. Weiß ich nicht mal mehr, was habe ich da genommen? Keine Ahnung, könnt ihr es selber rausfinden. Seht ihr an der Farbe. Dann haben wir die Kindle Resistance Lens. Kindle macht ein Feuer. Puff, aber Feuer. Das ist lustig. Kann ich Feuer machen auf die Entfernung. Und natürlich wieder Resistance, damit das Ding halt schön weit fliegen kann. Und hier weiß ich ganz genau, da habe ich Orange genommen als Farbe. Dann haben wir die Influence Lens. Die ist einfach nur, keine Ahnung wofür wirklich gut. Na gut, keine Ahnung nicht, aber halt, ich weiß nicht, wofür ich das brauchen soll, was die kann. Und zwar kann die Items in die Richtung des Mana Bursts bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier schieße, dann seht ihr, dass das Item, die Seeds, irgendwo ewig weit weg sind, wo ich es nicht mehr sehen kann. Mal die Blume hier. Na. Hang! Naja, also die Blume wird halt in die Richtung befördert von dem Mana Burst. Ihr seht es, die wird einfach mal super schnell in diese Richtung geschossen. Zack. Heißt, es ist schon mal eine ganz lustige Sache. Dann haben wir als letztes noch die Flashlights. Das ist mein persönlicher Favorit. Echt. Von allen das Beste. Und ihr seht schon, was das Ding macht. Wenn ich es schieße, puff, und wir haben Licht. Wie mein kleiner Asmagica Spell im Custom Pack, nur besser. Und anscheinend habe ich hier auszusehen einen Baum abgebaut und da hat die Hälfte aller Bäume gekillt. Toll. Ich will mal schnell die grünen Dinger hier abbauen. Naja, jedenfalls, das war dann mein Mana Blaster, den habe ich soweit komplett am Feld vorgeführt. Das waren die Sachen, die da so drauf sind. Und ich würde mal sagen, damit ist dann auch die Folge zu Ende. Jetzt ist sie sogar doch noch lang geworden, weil ich halt auch mal alles gezeigt habe, was die einzelnen Sachen sind. Aber, ja. Jetzt wisst ihr ungefähr, was ich alles gemacht habe. Achso, natürlich, das Wichtigste habe ich natürlich wieder vergessen, wie immer. Und zwar, ich habe unser komplettes System Britannia auf Sparks umgestellt. Das sind Recessive Sparks, alle roten Mana-Pools sind Recessive Sparks. Heißt also da, die geben einfach nur ab. Dort sind unsere Thermal Lilies mit dem Floodgate in der Mitte. Das ist ein Floodgate. Und das wird halt von einem Tank darunter befüllt. Und das packt dann die Lava hin und die Thermal Lilies saugen die halt auf und produzieren daraus Mana.
und das wird dann halt hier mit dem Elvenmann Splatter reingeschmissen. Und das ist halt dann ein Spark mit Recessive Upgrade. Dann haben wir hier noch ein Spark mit Recessive Upgrade, der ist mit den Hydro Energies verbunden. Das ist übrigens das System, was ich euch schon im Custom Pack gezeigt habe, wenn ihr das geguckt habt. Und zwar, das ist das effektivste System, was man bauen kann, denn effektiver geht's nicht. So viel mehr Sachen kriegt ihr nicht rauf, weil ihr die halt nicht direkt nebeneinander setzen könnt. Und dadurch, dass die Hydro Energies keine Wasserblöcke mehr verbrauchen, sondern nur ein einziges Mal hat am Anfang und danach nicht mehr, ist es dann halt relativ effektiv. Das funktioniert so. Damit bekommen wir relativ viel Mana. Und natürlich noch die Daybrooms, die dann auch immer auf den roten Mana-Pool gehen. Auch ein Recessive Spark. Dann, das hier ist ein Dominant Spark, ein gelber Mana-Pool mit Alchemie. Dann, das ist ein Dispersive Spark. Und der ist halt mit dem orangen Mana-Pool. Das ist ein Dispersive Spark. Die schwarzen sind alle ganz normale, unaufgewertete Sparks, sozusagen als Verbindungsteil und als Speicher. Die sind dann sozusagen mein Speicher. Dann haben wir noch den grünen, das ist ein Dominant Spark. Der ist dazu da, um die Lunium zu befeuern. Dann haben wir den orangenen, der ist auch ein Dominant Spark. Für die beiden Elfenmanuspiller, die den Botanical Plurie und den Runic Altar befeuern. Dann einen unaufgewerteten Spark für die Terrestrial Acclimation Plate. Und zwei dunkelgrüne Mana Pools mit Dominant Sparks für das Portal. Dann hier noch ein Piston. Ganz einfache Sache mit einem Button, dass wir den Piston hier runterfahren können, um das Portal an- und auszuschalten. Super billige und einfache Schaltung. Hier Insulated Redstone Conduit eingestellt und dort Pisten mit einer Fackel. Billig und einfach. So, das war uns soweit, denke ich mal, alles. Die Lunium habe ich euch auch noch nicht gezeigt, aber ganz einfach hergestellt. Naja, Envy, Gluttony, Sloth, Redstone Root und ganz viel Zeug. Und die generiert aus nichts, oder, naja, aus Mana, Dungeon Loot. Lustige Sache. Und die Hopperhawk sammelt den halt ein und packt ihn in die Kiste neben sich. Das ist eine Draconic Chest, weil die groß genug ist für den ganzen Dungeon Loot. Und die Sword Magnolia ist da, damit keiner mit seinem Magneten mal die Items klaut, die Hopperhawk ansaugen soll. Dafür ist die Sword Magnolia da, damit halt die Items nicht weggeklaut werden, die man so hat. Sehr schön. Das heißt, die wird auch nochmal daran gebunden und die bin ich auch nochmal daran, wenn die schon was macht, dann soll sie wenigstens von dem orangen Mana Pool ziehen. Gut. Also, ja, das war dann, denke ich mal, jetzt wirklich alles. Soweit, up to date seid jetzt wieder. Und ich würde mal sagen, zwischen den Aufnahmen, beziehungsweise in den Aufnahmen, okay, das muss ich auch noch zeigen, werde ich dann mal nochmal den Keller ausbauen, alles mal schön machen. Und dann sehen wir uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Aber das hier hat TNTM gebaut. Void Fluid Pipe, Harvester mit Shiny Upgrade und dem Solar Generator hier dran. Es gibt da einen ganz lustigen Trick, den TNTM rausgefunden hat. Und zwar, wenn ihr hier Extract Always Active einstellt, kann das Ding sogar aus einem Solar Generator rausziehen, der kein Redstone-Signal hat. Wenn ihr das nicht machen würdet, und ihr auf In-Out lassen würdet, würde das Ding hier keine Energie mehr bekommen. Würde nicht mehr funktionieren. Hingegen, dadurch, dass man das Ding auf Extract Always Active stellt, zieht er selbst dann Energie raus, wenn er eigentlich gar keine Energie rausziehen sollte, nämlich wenn das Ding kein Redstone-Signal hat. Denn normalerweise müsste man dem Solar Generator halt ein Redstone-Signal geben, damit er Energie abgibt. Dann halt hier ganz einfach Item Conduits gesetzt mit Insert-Modus hier für die ganzen Items. Und in der Mitte ist irgendwo versteckt und zugebaut ein Planter mit einem Shiny-Upgrade drin, der das Ganze halt wieder versorgt mit neuen Setzlingen. Müssen wir auch nochmal effektiver bauen, aber es funktioniert. Gut, damit sind wir dann jetzt aber auch endgültig durch. Wir haben den Enderdrachen gekillt, wir haben den Wither zweimal gekillt, bis es der, ich halt den Wither zweimal, die Items, den geklaut hat, den Wither gekillt hat, oder ich glaube, ich habe ihn getötet und habe ich auch die Items bekommen. Und ja, ich würde mal sagen, das ist ein ganz guter Anfang für diese Season, die ersten 5 Folgen. In 5 Folgen gibt es dann endlich mal wieder eine Base-Tour. Ich bin nämlich nicht so der Typ, der auf Base-Tour, na gut, ich will eigentlich schon eine Base-Tour machen, aber nicht. Ah, scheiß drauf. Also, Folge 10 gibt es eine Base-Tour dann mal wieder. Ich könnte auch jetzt schon wieder eine Base-Tour machen, weil sich schon wieder so viel geändert hat, aber mache ich jetzt nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss.